Ein wichtiger Sieg zu einem wichtigen Zeitpunkt. Beim 4:0 Heimerfolg gegen den SVW in Wiesbaden zeigte das Team von Cheftrainer Christian Brandt eindrucksvoll, was im Abstiegskampf gefordert ist. Ein unbedingter Wille, großer Torhunger und eine geschlossene Mannschaftsleistung. Dementsprechend glücklich konnten Doppelpacker Marcel Ziemer und Co. nach dem Abpfiff im Ostseestadion mit den Hansa-Fans feiern und zumindest für den Moment entspannen. Für FCH-Youngster Florian Estorf hörten die guten Nachrichten nach dem Heimdreier übrigens noch nicht auf. Am Montag unterschrieb der 21-Jährige seinen ersten Profivertrag bei der Kogge und verlängerte gleichzeitig seinen auslaufenden Kontrakt bis Sommer 2018. Für das Eigengewächs des FC Hansa erfüllt sich damit ein lang ersehnter Traum. Ja, ich habe mich natürlich riesig gefreut. Das ist ja das, worauf ich die ganzen Jahre drauf hingearbeitet habe, aber ich denke, ich kann mich darauf jetzt nicht ausruhen, sondern werde weiter Gas geben im Training und mich dann für weitere Einsätze empfehlen. Bisher kam Hexe, wie der Verteidiger von seinen Mitspielern gerufen wird, dreimal für die Profimannschaft in der dritten Liga zum Einsatz. Nun will er weiter Gas geben und sich über gute Trainingsleistungen für weitere Spiele empfehlen. Das nächste Drittliga-Duell des FC Hansa hat es dabei direkt in sich. Die Kogge ist am Sonnabend zu Gast beim unangefochtenen Tabellenführer Dynamo Dresden. Zwar taten sich die Sachsen zuletzt zweimal gegen unmittelbare Konkurrenten der Kogge schwer und kamen gegen Aalen und die Stuttgarter Kickers nicht über ein Unentschieden hinaus, doch der Offensivapparat der SGD bleibt enorm gefährlich. So erzielten alleine Justin Eilers und Pascal Testroth zusammen mehr Tore als der FC Hansa Rostock. Unsere Profis rechnen sich trotzdem etwas aus. Schließlich hat Hansa drei der vergangenen vier Spiele gewonnen. Ich denke, so ein Positivtrend wie jetzt. Wir haben es zu Hause die Stärke bewiesen, die Heimmacht. Und jetzt fehlt uns vielleicht nur noch auswärts mal ein entscheidender Dreier. Und warum soll es nicht im Derby gegen Dresden sein? Zwar muss die Kogge beim Traditionsduell auf Marcel Ziemer verzichten, der aufgrund einer Gelbsperre zuschauen muss, doch dafür ist Christian Dorder wieder komplett fit und schafft dadurch Alternativen für die Startelf. Das Comeback des Linksverteidigers konnte sich nach der für ihn schwierigen Wintervorbereitung mehr als sehen lassen und gab dem 27-Jährigen neues Selbstvertrauen. Ach, persönlich hatte ich ein super Gefühl. War eine schwere Zeit, lange 3 Monate raus gewesen. Unglückliche Zeitpunkt der Verletzungen, aber ich fand es ein geiles Gefühl. Mit einem Sieg war das natürlich umso schöner und ich konnte natürlich auch dazu beitragen, dass wir souverän 4:0 gewonnen haben. Ob es auch in Dresden mit einem Sieg klappt, entscheidet sich ab Sonnabend 14 Uhr. Das FC Hansa Fanradio überträgt wie immer live für alle Fans der Kogge. Runter vom Trainingsplatz und rein ins Ostseestadion geht es für die Hansa-Profimannschaft übrigens nicht erst am 2. April, wenn der SC Preußen Münster zu Gast ist, sondern bereits am kommenden Donnerstag. Dann nämlich findet ab 18.30 Uhr im Businessclub des Ostseestadions zum dritten Mal Hansa tischt auf statt. Beim Mecklenburger Abend können Fans mit ihren Idolen zusammenkommen, sich die feinsten Spezialitäten schmecken lassen und einen wunderbaren Abend genießen. Karten für Hansa tischt auf sind im FC Hansa Fanshop, über die Ticket-Hotline und online auf www.fc-hansa.de erhältlich. Auf der Vereinswebsite ist zudem die Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung des FC Hansa Rostock abrufbar. Die Kogge lädt alle Hansa-Mitglieder am 17. April um 11 Uhr ins Ostseestadion ein. Der Grund für die außerordentliche Mitgliederversammlung ist die geplante Ausgliederung der Profiabteilung, über die an diesem Tag beschlossen werden soll.